Herausforderinnen bei Ruckzuck. Die Internationalen. Antiwürstler Auszubildende. Feli Giugiaro, Friseurmeisterin. Gabi Meier, Hausfrau. Silvia Kunz, Stylistin, wie ihre Kollegin Hanni Fritz. Und hier sind unsere Champions. Die fünf Crazies. Oliver Schneider, Thomas Bertels und Dirk Mechler, BWL-Studenten. Godehard Lange ist Verwaltungsangestellter und Rainer Meng, Programmierer. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und hier ist der Mann, der beiden Teams die Daumen drückt. Hier ist Werner. Jawohl. Hallo, herzlich willkommen. Zu Hause? Ihr natürlich auch. Es muss mal gesagt werden, hat mir jemand geschrieben aus einem Golddorf am Niederrhein. Es muss mal gesagt werden, du machst mit einer der schönsten Sendungen hier auf Erden. Du machst das ganz famos, bin ich mit gemeint. Und es geht um viel Moos. Ich sage, jeden Tag komme, was mag, lieber eine Stunde später essen, als ruckzuck vergessen. Das ist richtig. Ich darf auch nicht vergessen, zu sagen, herzlich willkommen. Und ich muss auch sagen, dass man gewinnen kann. Viel Geld. 4.800 Mark kann man gewinnen. Jawohl, wenn man einmal ins Finale kommt. Wenn man das sechsmal schafft, ins Finale zu kommen, ich bin außer Atem, da hat man die Chance, 100.000 Mark zu gewinnen. Und darum spielen heute, wir haben neue Herausforderinnen, eine neue Damenmannschaft. Und wir haben zum dritten Mal dabei unsere Männer, unsere Champions. Die das schon kennen jetzt. Nervosität ist vorbei. Ja. Mit dem Geld verdienen, ja, das ist alles nicht so einfach. Aber 1.900 kann man nicht meckern. Oi, stell dir erst mal vor. Bravo, ja, sam Anja, i pozdravljam sve Jugoslovene ljudi u Minhenu. Me llamo Beli y saludo a todos los españoles que viven en Múnich. Hallo, ich bin die Gabi und grüße alle deutschen Zuschauer. Ciao, mi chiamo Silvia e desidero salutare tutti gli spettatori italiani di Monaco. Hello, I'm Hani. I welcome all American and English people in Munich. Oho, ein internationales Team. Alles habe ich nicht so verstanden. Warte mal, jugoslawisch ist mal die Frage. Serbisch, kroatisch? Serbisch. Serbisch. Spanisch, Deutsch habe ich gerade noch verstanden. Italienisch und Englisch. Bist du aus Jugoslawien? Ja. Woher? Aus Pristina. Aus Pristina? Ja. Heißt das, gibt es da einen anderen Namen für auch? Nein. Nee, nicht. Das ist Deutsche. Oh, das ist, wird, glaube ich, mit Doppel-Z und C und so geschrieben? Nein. Wie wird es geschrieben? P-R-S-I-S-T. Ah ja. Ja, ganz normal. So ungefähr, ja. Ja. Hm. Und sprichst noch perfekt ja. Serbisch? Mhm. Gehst du auch gerne jugoslawisch essen? Ja. Ist das denn, was wir hier als jugoslawisches Essen vorgesetzt bekommen, ist das so typisch? Das, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon? Ja. Weil die Engländer denken ja auch immer, oder die Amis, wenn die da Schweinsbraten essen und so, das wäre typisch deutsch. Das ist ja typisch bayerisch eher mal so. Ja, ne? Na, normal schon. Ja. Ja. Schön scharf auch ja. Und so. Schön waffschischi. Mhm. Da strahlst du, gell? Ja, die sind jubel. Ach, können wir drei Stunden über Essen reden. Nee, ich rede über ruckzuck jetzt. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist den Auswählen schreiben, ne? Bis die nächste in der Rede und die nächste. Und dann sind wir irgendwann am Schluss, eventuell. Aber es kann sein, dass die Beschreiben ein wichtiges Wort wiederholt. Dann hören wir uns das an. Hallo? Ja, da ist es. Dann hat die Schiedsrichterin eingegriffen oder greift dann ein und dann müssen wir den Punktestand anhalten. Kennt ihr, ne? Keine Gesten, keine Geräusche, keine Beschreibung einer Fremdsprache und Dialekt. Kopfhörer auf. Angie, das hört sich aber ganz anders an. Ja. Ja. Was heißt ruckzuck auf jugoslawisch? Serbisch? Ruckzuck. Ruckzuck. Ja. Gut, das kann ich aus Serbisch reden. Welchen Begriff nimmst du? Sie nimmt den Begriff Regen. Ihr den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Nicht Sonnenschein, sondern Himmel, Erde. Nicht Sonnenschein, sondern nicht die Sonne, sondern wenn die Mond. Sonne scheint, Mond. Nein. Es fallen Tropfen. Regen. Ja, ja, ein Punkt. Wenn du auf die Straße gehst und es ist schlechtes Wetter. Nebel. Dann, ja, aber noch stärker. Smog. Und du spannst was auf. Regenschirm. Ja, und was passiert da? Was? Es regnet. Ja. Regnen. Regen. Regen. Und du darfst es leider nicht vorsagen. Regen, nicht regnen. Und da du es vorgesagt hast, man darf es nicht verdoppeln, gibt es einen Punkt für die Herausforderin. Die Schiedsrichterin hat es gehört.
So ist es, ne? Man darf es nicht bestätigend sagen. Man sagt, schau, ja, das erste oder das zweite oder so, so muss das sein. Stell dir erst einmal vor. Ja, ich bin der Oliver und ich weiß, dass er so ruckzuck eine Reise wert ist. Ich bin der Thomas, ich grüße meine Familie zu Hause und meine Freundin Uschi, Marion, Heike, Susanne und mein Spatzel Anke. Ich heiße Dirk und möchte mich an dieser Stelle bei den Zuschauern für die freundliche Unterstützung bedanken. Ich heiße Godehard und bei dem ganzen Sprachengewirr frage ich mich, ob Ruckzuck auf Spanisch nicht Ruckos Zuckos heißt. Ich bin der Rainer und die anderen vier Präsis haben mich gestern noch zum Äquator geschickt. Jetzt weißt du Bescheid, mit dem Finger auf der Landkarte. Ruckos Zuckers, nee, Presto, Presto auf Italienisch, das weiß ich schon. Oliver, Reise wert, Ruckzuck kann man sagen, ja, ne? Ja, macht doch Spaß, immer mehr, wenn man auch Geld verdient. Aber du würdest ja auch, glaube ich, gerne, haben die anderen mir so gesagt, du hast ja schlaflose Nächte, wenn es um eine Reise gehen würde nach Berlin und würdest die Teenie-Plate sehen. Ja, okay, ja, ist richtig. Ja? Ja, würde ich mal gerne kennenlernen, doch. Die gefällt mir. Die gefällt dir, ja, so vom doch. Aussehen oder vom Temperament? Also, das weiß ich ja nicht vom Temperament, aber vom Aussehen her auf jeden Fall. Ich finde die auch ganz schnuppelig. Ja, ne? Ja, die kann man so in die Arme nehmen, die geht so bis hier. Und ja, so. Du kennst sie ja wahrscheinlich schon. Ich habe die mal kennengelernt. Echt? Die guckt ja immer ruckzuck. Hallo Tini. Die guckt wirklich ruckzuck. Ehrlich? Wenn die hört, dass du ein Fan bist, vielleicht lädst du sie nach Berlin ein. Oh ja, Kohle genug hat sie ja. Also passt auf. Möglichst einfache Hinweise am Anfang. Keine Gesten, keine Geräusche. Und auch für euch gilt, wenn der Beschreibende ein wichtiges Wort wiederholt, müssen wir stoppen. Beschreibung, Fremdsprache und Dialekt auch nicht erlaubt. Kopfhörer auf. So, das war die Pflicht. Jetzt kommt die Kür, jetzt seid ihr dran. Dein Begriff heißt nun, da bleibt übrig, Kamera. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Canon ist eine. Canon. Kamera. Ja, ja, ein Punkt. Olympus ist eine. Nikon ist eine. Kamera. Ja. Zwei Punkte. Schön grinsen und dann auch reingucken. Gesicht. Nein, vorhin. Müssen wir darauf achten. Kamera. Ja. Drei Punkte. Paola. Felix. Moderiert. Kurt. Moderiert. Verstehen Sie, Spaß, Spaß. Und was gibt's da? Kamera. Ja. Versteckte Kamera. Ja, Kamera. Kamera war schon gelaufen. 1, 2, 3, 4 Punkte für die Champions. In einer Runde ein Pünktchen für die Herausforderin, 4 für die Champions. Schau, Angie, es bleibt bei Peli und Gabi und Silvi. Pelikan? Nee, woher doch, kommt? Doch, 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 das stimmt schon. Wie, du heißt Pelikan eigentlich? Nein, das ist nur mein Spitzname. Aha, und wie heißt du richtig? Muss das sein? Ach, einmal, bin ja neugierig. Also gut, Inkarnation, zum letzten Mal. Wie Inkarnation? Ja, mit Vornamen? Ja, das heißt die Empfängnis auf Deutsch. Ja. Ich habe auch schon genug empfangen heute. Ja, aha. Gut, gut, reden wir mal über was anderes. Mhm. Soll eine saubere Sendung bleiben. Es geht also darum, dass ihr alle Friseusen seid, ne? Ja. Fast alle? Ja. Du auch so richtig? Ja, ich bin Friseurmeister. Frau Meisterin? Oh, ja. Dann komm ich mal vorbei. Ich glaube, ich muss auch manchmal immer zum Friseur. Und ja, ist doch nett. Könntest du mir auch mal so Mäcki schneiden, so ganz kurz? Wenn du es wünschst. Gibt es denn noch welche, die das machen? Klar. Ja? Kopfhörer auf. Ich weiß nicht, ob denen das alle gefällt. Willst du schon Mäcki schneiden? Mhm. Oder eine Glatze. Welchen Begriff nimmst du? Halt, sie nimmt den Begriff Kirche, jeden anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Die Messe wird gehalten. Vom Pfarrer? Ja, nein, aber wo? In der Kirche? Ja, ja, ein Punkt. In München, der Dom. Anders, Petersburg. Anders, für Dom. Frauenkirche. Ja, zweite Wort. Kirche. Ja. Zwei Punkte. Im Vatikan gibt es eine große Kirche. Ja, 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 ja. Und Krone, ja, ja, erste. Krone, Papst. Nein, nein, zwei, das erste, was du gesagt hast. Der Bischof. Nein, groß, 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 ja. Ja. Drei Punkte. In Italien ganz bekannt. Rom. Was gibt's da, was steht da, Gebäude? Kolosseum. Nee, die Peterskirche, Petersdom, Kirche sucht man. 1, 2, 3 Punkte dazu. Mal 4 Punkte. Komm zu euch, Oliver. Ja. Ciao. Ja, ciao. Zu Thomas. Wen Hallo. Hast du da alle gegrüßt? Ja, wollten sie alle. Das sind nicht alle meine Freundinnen, also so stark. Ja, der Verdacht ist ja groß, aber. Nee, nee. Also, ehrlich? Ja, danke. Eine Freundin hast du.
Eine, ja. Und die anderen laufen nur so? Ja, mit. So. Man muss sich ja immer so ein bisschen alles warm halten, ne? Die Münsteraner sind clever, ne? Ja. Die machen lieber eins doppelt und so. Mhm. Ja, dann machen wir auch doppelt raten. Wir gar nicht viel reden. Mit vielen Mädels werden nervös. Und wie heißt dein Spatzel? Ja, das ist die Freundin von dem Oliver. Anke heißt sie. Dein Spatz ist die Freundin? Ja. Was sind das für Verhältnisse? Ja, na gut. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Dein Begriff heißt nun Schatz. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Der Punkt im Silbersee. Schatz. Ja. Ein Punkt. Gold und Silber. Metall. Nein. Ja, Silbersee. Silber ist doppelt. Schatz suchten, wa? Ein Pünktchen dazu. Sieht schon wieder ganz anders aus. Noch nichts entschieden nach zwei Runden. 4 Punkte für die Herausforderin, 5 für die Champion. Und gewinnen Sie bei Ruckzuck 100.000 Mark. Jawohl, 4 Punkte haben die Herausforderin, 5 die Champions. Die haben weniger Punkte. Mal mit euch weiter schauen, Frau Peli. Zu Gabi. Hallo, Werner. Gabi hat schon eine Tochter? Ja. Wie alt? 14 Monate. Oh. Ja, ganz schön. Guckt die auch schon ruckzuck so? Nein, die lasse ich nur den Fernseher schauen. Du bist ja auch Friseuse, ne? Ja, Meisterin. Oh Mann, ja, ist gut. Da lacht einer. Ja, sie ist Meisterin. Ne? Und sag mal, war das immer ein Berufswunsch von dir, wenn man das schon als Kind werden so? Direkter Berufswunsch eigentlich nicht. Ich bin so dazugestoßen, aber jetzt bin ich es mit Leib und Seele. Und Mutter, ne? Ja, das auch. Das auch. Hat die schon Haare, die Kleine? Kommt ja, drauf? Sehr viele sogar. Ach, kannst du schon richtig sagen? Ja, habe ich schon mal geschnitten. Ehrlich? Ja. Du darfst wählen. Welchen Begriff nimmst du? Kopfhörer auf? Ja. Mhm. Ja, den Tipp drauf. Ich muss es dem Publikum auch noch sagen, welchen Begriff du nimmst. Sie nimmt Kavalier, hier den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Anderes Wort für Gentleman. Kavalier. Ja. Ein Punkt. Anderes Wort für Playboy, der die Rosen schenkt, Kavalier. Ja. Zwei Punkte. Ein Mann, sehr charmant, ist ein? Playboy. Anders? Casanova. Anders? Charmeur. Was gibt's noch? Musikinstrument ähnlich, klingt so ähnlich, mit Tasten. Piano. Ja, was gibt's da? Und der Mann ist ein? Pianist. Nein, nicht. Na, schon, schon das, was du sagtest. Das andere Wort dafür klingt so ähnlich wie das Piano. Überleg, er lädt dich ein zum Essen. Ganz toller Mann, schick, elegant. Playboy. Ein Kavalier. 2 Punkte für den Kavalier, macht 6 Punkte für die Herausforderinnen. Kommen Sie auf Kavalier, schau Thomas. Hobbykegler, Fußballer. Aber der kleine Bruder ist auch dein Hobby. Doch, ja. Wie alt ist denn der? 2. Ah, das macht noch Spaß. Siehst du, ein langer Lula schon, du und der Kleine. Ja, er holt auf. Er holt auf. Ja. Und kriegt er schon eine Menge mit, so deine Fußballtalente? Davon nicht, nein, der hat andere Interessen. Er kann ja gerade sprechen, ne? Mit 2. Ja, doch. Ja, Mikrofon verschluckt, ne? Schon den ganzen Tag, ne? Ja. Ja, nicht so wie du. Kopfhörer auf, er kriegt da kein Wort raus. Er ist ja aufgeregt, darum spielen wir lieber. Wie heißt der Kleine? Oliver. Oliver. Guck hier zu, pass auf. Oliver, Onkel Dirk, nee, ist ja der Bruder, nimmt Jod. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Du desinfizierst die Wunde damit. Pflaster. Desinfizieren. Oh Gott. Nicht. Jod. Ja. Ein Punkt. Trill mit dem Punkt S11-Börnchen. Jod. Ja. 2 Punkte und schön laut. Chemisches Element. Das kommt auf Wunden drauf. Jod. Ja. Ja. Wunde, Wunde, ne? Und Wunde war doppelt. Ja. Jod sucht mal. 1, 2 Punkte dazu sind 7 Punkte. 3 Runden vorbei. 6 Punkte für die Herausforderin, 7 für die Champions. Da mache ich weiter. Schau Gabi. Hallo. Silvia. Oh, schöne Stiefel an. Sieht man gar nicht so. Reitest du? Nein. Nee, aber du bist, glaube ich, Tierliebhaber, ne? Das weiß ich wohl noch. Hundeliebhaber vor allem. Wie viel hast du? Ja, gar keinen, leider. Ja, das ist auch, wenn man eine kleine Wohnung hat, ist man vielleicht ein größerer Tierfreund, wenn man keinen Hund hat, denn die brauchen ja viel Auslauf. Ich hätte schon gern einen. Ja, wie soll ich jetzt einer einen schenken? So einen Warum kleinen nicht? Gold. Ja, also Silvia hätte gern einen Hund. Ja, aber ich habe zu einer kleinen Wohnung. Also, ja, dann nimmst du einen kleinen Goldhamster. Geht auch. Nein, Hund. Hund? So ein Hund. Ja, es gibt ja so Hunde, die sind doch so klein. Wäre nix. Ja, doch. 14. Ich habe schon einen Lieblingshund, einen Yoshi. Ein Yoshi, Yorkshire Terrier? Ja, genau. Oh, der ist ja so klein. Ja. Pass auf, jetzt geht's rund. Tatsächlich, wir haben so wenig Punkte, wir sind in der vierten Runde. Jede richtige Antwort ergibt 3 Punkte. Ihr könnt 12 machen. Toi, 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 Kopfhörer auf. Und dann werden wir weitersehen. Du darfst wählen, Silvia? Nee, ich bin's doch nur. Also, welchen Begriff nimmst du? Tipp drauf. Sie nimmt den. Halt! Sie nimmt den Begriff heulen.
für euch. 40 Sekunden Zeit. Rock, zuck. Anderes Wort für weinen. Traurig. Nein, weinen. Flennen. Anderes Wort. Weinen, flennen, tränen. Heulen. Ja. Heulen. Schnell laut, einmal richtig. Die Wölfe, Punkt, Punkt, heulen. Punkt, Mond. Ja, weiter. Ja. Zweimal richtig. Wenn du jaulst, wenn... Heulen, weinen. Nein. Ja, das heulen. Erste. Ja. Heulen. Dreimal richtig. Wenn wir verlieren, dann tust du wahrscheinlich... Weinen. Böse. Weinen. Ein anderes Wort dafür. Rotzen. Nein, anderes Wort. Bin ich traurig. Ja, sag's anders. Das erste war schon... Weinen. Ich weine. Ein anderes Wort dafür. Für weinen. Ja. Heulen. Ach. Eins, zwei, dreimal drei Punkte dazu sind 15 Punkte. Schau, Dirk. Godehard, ihr habt gerechnet, ihr braucht auch drei richtige Antworten, dann seid ihr knapp wiederum im Finale. Sag, du bist auch Schiedsrichter, ne? Ja, richtig. Ehrlich? Ja, doch. Und die nehmen dich ernst, wenn du so pfeifst? Bis jetzt noch. Ich hoffe, dass das nach den Sendungen hier auch noch ist. Godehard, macht das schon. Hast du schon mal jemanden vom Platz gestellt? Ja, musste ich leider auch schon. Und ich habe gehört, so in den Kreisbezirksligen machen die dann schon mal so, oder? Bis jetzt ging es noch. Ging es noch? Ja, bis jetzt ging es noch. Wenn du mal hier mit dem blauen Auge antanzt, wenn du hier weiterspielen solltest, dann wissen wir, was du gemacht hast. Pass auf, wir wollen gar nicht viel reden. Dreimal drei Punkte müsst ihr machen. Toi, 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 ruckzuck die Kopfhörer auf. Herr Schiedsrichter, ist ein schwerer Job, ne? Weißt du, was unsere Schiedsrichter sind? Manchmal, manchmal. Manchmal. Unsere sind immer gut. Dein Begriff heißt nun Pfote. 40 Sekunden Zeit. Rock, zuck. Anderes Wort für Tatze. Kralle. Anders. Pfote. Jawohl. Einmal richtig. Ein Hundebein. Fuß, ja, nee. Herr Schenkel. Nee, nee, das Bein vom Hund. Wie heißt das? Pfote. Ja. Zweimal richtig. Ein Vierbein. Bein war doppelt. Das bedeutet, dass die Frauen ins Finale gekommen sind und gleich um 4.800 Mark spielen. Tröstet ihn so ein kleiner Versprecher, kann passieren, vier Beine, das hatten wir. Ich freue mich vorübergehend, verabschiede wie ein Schenkel. Um zur Erinnerung an Ruckzuck, Outburst, das wahnsinnige Gesellschaftsspiel aus dem Hause Parker. So kleine Versprecher können es ausmachen, tröstet ihn, Oliver, kann passieren. Wir sehen uns ja morgen wieder, ihr habt noch keiner verloren. Ciao, kommt die Damen, hopp. Guck, da haben Sie gar nicht mitgerechnet, jetzt sind Sie doch noch ins Finale gerutscht, kommt schön zu mir. Wir sehen Sie gleich wieder, wenn Sie um 4.800 Mark spielen, aber erst noch eine Zuspielung. Und schon geht's weiter mit den Internationalen und Werner. Ganz gut, ne, als Moderator. Ja, die Silvia steht neben mir und die ist jetzt mit dem Team ins Finale gekommen, hat jetzt die Chance, 4.800 Mark zu gewinnen. Und weil es so schön klingt, wenn man das sechsmal schafft, hier zu stehen und zu gewinnen, dann kassiert man 100.000 Mark. Ruckzuck an die Kopfhörer. Ja, ruckzuck das Ganze. Sehen wir typische logische Wörter, die einfallen lassen, wenn die Kopfhörer richtig auf sind. Jawohl. Erster Begriff heißt nun ARD. Also ARD ist ein Fernsehstudio. Fernsehstudio. Ja. ARD ist ein Programm. Werner, ja. ARD ist kein Fernsehstudio. Nee, das ist richtig. Ja, ich wollte nichts sagen. ARD ist ein Fernsehprogramm, also nur Fernsehen. Fernsehen, ja. Mhm. ARD kommen Filme. Kommen im ZDF auch. Ja. Filme. ARD ist das erste Programm. Erste Programm. Ja. Genauso muss es kommen. Ja. Erste, oder wie willst du es? Erste Programm. Erste Programm. Genau. Oder erstes Programm. Erstes Programm. Na, man sagt, was sagt man, Frau Schiedsrichter? Erstes. Erstes Programm. Erstes Programm. Genauso muss es kommen. So, weiter. Und im ersten Programm kommt der Alf. Nee. Nee, gut. Ja, alle kennen. Erstes Programm kommt Sportstudio. Das stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht. Nein, ihr guckt Gott sei Dank immer nur ruckzuck. Kennt die anderen Programme nicht. Aber jetzt brauchen wir es leider. Ja, erstes Programm. Und zwar ruckzuck, weil sonst ist die Sendezeit vorbei. Filme, Fernsehen, erstes Programm. Psst! Wer spricht denn da vor? Gar keiner. Tagesschau. Tagesschau. Laut genug vorgesagt, ausnahmsweise in der ersten Runde. Bitte denkt dran, hier wird nicht vorgesagt. Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne.
100 Mark gibt's für jedes geratene Wort. Jeder hat 5 Sekunden Zeit bis zum Piepsen. Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Euer Begriff heißt nun ARD. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruckzuck. Fernsehen, Rundfunk, Sprecher, Ansager, Tagesschau, Ansagerin, ZDF, Fernsehen. Sendungen, Aufzeichnungen, Sänger, Schauspieler, Moderator, Nachrichten, Tagesschau. Serie, erste Reihe, Fernsehen, ZDF, Schauspieler, Schauspielerin, Moderator, Nachrichten. Es fehlte noch was. Filme fehlten noch und noch eins fehlte, glaube ich. Erstes Programm. 200 Mark in der ersten Runde. Jetzt gibt es 200 Mark für jedes geratene Wort. Ihr ruckzuck hier an die Kopfhörer. Und wir machen aber jetzt Tempo. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten Deutschlands heißt das. Übersetzt, zweiter Begriff heißt nun Bremer Stadtmusikanten. Bremer Stadtmusikanten gehört dazu der Esel. Der Esel. Der Hund. Der Hund. Die Katze. Die Katze. Und der Hahn. Das müsste eigentlich zu schaffen sein, oder? Ja, ne? Musik aus! Rückzug die Kopfhörer ab und nach vorne. 200 Mark für jedes geratene Wort, jeder hat 5 Sekunden Zeit. Und wir machen Tempo. Euer Begriff heißt nun Bremer Stadtmusikanten. 20 Sekunden Zeit, ruckzuck. Hund, Katze, Esel, Hahn, Pferd. Ja, das reicht doch schon. Dankeschön. Viermal 200 Mark in der zweiten Runde, sind 800 Mark dazu. Sind 1000 Mark. Die habt ihr sicher, nehmt euch keiner mehr weg. Jetzt werden wir diesen Betrag vervierfachen. Das heißt, ihr spielt jetzt um 4000 Mark. Das entscheidet nur, ihr müsst jetzt alle 4 Wörter nennen. Sonst gibt's nichts. Ruckzuck an die Kopfhörer. Ah, wie sie da traben. Das ist eine neue Art, fortzubewegen. Das ist eine neue olympische Bewegung wahrscheinlich. Dritter Begriff heißt nun Kindergarten. Kindergarten. Im Kindergarten sind Mädchen. Mädchen. Sind Buben. Sind Buben. Kindergarten, Kindergärtnerin kann ich wahrscheinlich nicht sagen. Das Wort Kind ist da drin. Aha. Kindergarten, spielen die Kinder? Also spielen. Spielen. Ach, jetzt will ich noch eins. Und anderes Wort für Hort vielleicht. Hort. Kann man so sagen, ne? Versteht sich denn alles okay? Ja, kann man so sagen. Prima, Musik aus. Rückzug die Kopfhörer ab und nach vorne. Alle 4 Wörter müssen genannt werden, dann gibt es 1000 Mark. Jeder hat 5 Sekunden Zeit. Bitte nur bis zum Piepser. Und euer Begriff heißt nun Kindergarten. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruckzuck. Spielzeug, Garten, Schaukel, Wippe, Schwester, Spielen, Basteln, Kindergärtnerin, Pflegerin. Haus, Gebäude, Frau, Mann, Jungen, Mädchen, Lernen, Spielen. Malen, Essen, Abholen, Hinbringen, Erziehen. Ein anderes Wort fehlte noch. Hort und Buben, nicht Jungen. Kommt zu mir nach vorne. Erste Mal ins Finale gerutscht. Hans leider nicht vervierfacht, hat aber immerhin 1000 Mark gewonnen. Wir sehen Sie morgen wieder. Mich auch. Und Sie sehe ich auch wieder. Ne? Tschüss, Servus, bis morgen.